Erstmal Mario grillen. Ich hätte vielleicht Mario heilen sollen vorher noch. Da hatte ich so auch von Link abgeguckt aus Breath of the Wild, ganz ehrlich. Der Verteidiger, verruchte Versteckspieler. So war nicht geplant. Aha. Moin, Freunde, und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Mario & Rabbids Kingdom Battle. Beim letzten Mal haben wir die Minibosse Blizzy und Sandy besiegt. Wir haben die richtig erledigt, glaube ich, sogar, würde ich fast sagen. Und wir haben nur einen Mitstreiter jetzt an unserer Seite. Wir haben nämlich, ich könnte den eigentlich auch mal hier hinter mir herlaufen lassen. Der Team aus Wahlen mit Rabbit Peach und Rabbit Mario. Und mit Rabbit machen wir jetzt einen neuen Mitstreiter, deswegen. Ich glaube, den werden wir auch erstmal, ja, zumindest mal ein bisschen kämpfen lassen, mal gucken. So, in Welt 2.6 schildert der so B-Wüste. Ich kann immer nichts machen mit, ne? Muss ich was da draufstellen können. Aber warte mal. Ist vielleicht die Fähigkeit von Meepo, diese hier kriegt, einfach die Statuen hochheben und dann irgendwo abstellen? Und deswegen macht das auch Sinn, dass wir in der einen Folge, ich glaube, das war jetzt die 12. Folge oder so, glaube ich, hatte ich auch schon so einen Schalter da gesehen. Und da habe ich mich ja gewundert, warum sie da nichts sagt, dass sie das nicht machen kann, aber bei der Statue schon. Gut, kann sein, dass wir die hochheben können einfach. Dann da draufstellen müssen auf so, solche Podeste. Aber hier geht es erstmal, alle Gegner zu besiegen. Sehr schön. Und wir haben ja mit Rabbit Mario auch eine Fähigkeit bekommen, mit der wir Gegner anziehen können. Was ja ganz gar nicht mal so schlecht ist, glaube ich. Ich glaube, ich würde jetzt aber auch einfach mal mit ihm kämpfen hier an der Stelle. Was ist, wenn er die jetzt anzieht, alle? Mit dem Magnetanz. Die kommen. Ah, ne, die kommen nicht alle her. Das muss da noch näher ran. Na? Hat der 5 Wirkungsradius? Seiner Fähigkeit? Magnettanz, das sind 6 Felder, ne? Wenn ich das richtig sehe. Reicht das dann hier? 1, 2, 3, 4. Ne, das reicht nicht. Hier muss noch ein Feld weiter eigentlich. Der gute. Also ich würde die hier gerne die drei aus der Reserve locken direkt. Dürfte mit Mario eine überbraten, wenn ich ehrlich bin. Versuche ich jetzt wirklich. Warte mal, ich trade jetzt einfach mal hier ab. Das ist ein bisschen blöd, aber. Komm her. Kommt mal her, ihr drei. Perfekt, ihr steht da richtig gut. Ein Schritt näher wäre doch besser jetzt gewesen, aber. Ach, den Rest macht Mario einfach. Hoffe ich jetzt mal. Was hat Effel-Radius mit seinem Hammer? Ja, so, ne, das heißt. Ne, der kriegt der Dings ja auch den Rabbit Mario noch. Außer ich stelle mich hinter die drei, weil ich es doch mache, glaube ich. Mit dem hier, der ist der stärkste, dem. Ne, warte mal, nicht so. Ne, warte mal, nicht so. Dann auf den Kollegen. Zack. Und wir stellen uns hier hin. So, 40 Schaden, schön. Das ist sogar ein Heiler, sehe ich gerade. Gar nicht aufgefallen. Mann, der steht immer noch drin. Außer ich gehe da drauf, ne? Da steht der nicht mehr drin. Ja, weg damit, komm. Zack. Ah, ist jetzt bisschen blöd, dass ich Mario da hingestellt habe, weil jetzt kriege ich ja gar nicht die Heldensicht, glaube ich. Kann ich, glaube ich, gar nicht aktivieren, ne? Ah, ist blöd. Habe ich nicht mitgedacht. Okay, der macht 90 bis 100 Schaden damit. Warte mal bitte weg da, Rabbit Peach. Einfach weg mit dem Vieh. Dann geht das eh noch ein bisschen weiter weg, glaube ich. Wie viel haben wir jetzt noch? Noch drei Gegner. Wo sind denn die alle? Grobian da oben. Grobian. Noch ein Sigi und noch ein, zwei Grobian. Okay. Alles klar. Ne, ich stelle sie auch hier ab. Komm. So, ich habe es doch nicht. Ah, Welt Mario hat schon einen guten Job gemacht bis hierher. Ne, ich glaube, wir müssen nichts machen. Ehrlich, ich glaube, der kommt nicht bis zu uns hier, der Sigi. Der macht nicht mal ansatzweise Anstalten dazu, bis hierher zu kommen. Grobian sind unterwegs, ja. Wann soll ich kommen? Die hässlichen Viecher. Aber wie weit reicht diese scheiß Sicht? Will ja auch nicht da reinlaufen, die Schurkensicht. Ja, okay, dann gehe ich die Runde noch nicht dahin. Vielleicht springe ich da hoch irgendwo. Wenn das, sofern das jetzt zulassen ist. Mit einem der drei Züge schon mal. Was ich mal machen kann, ist irgendwie einen Grobian irgendwie versuchen hierher zu holen. Ja. Echt da los? Achso, der wird jetzt angeschossen, ne? Ja. Ist egal. Ganz ehrlich, das ist mir sowas von Latte. Da schießt ja nur einer drauf. Stecke ich mich da, weil da könnte der ja
draufballern, der eine gleich, ne? Ist egal. Dann ist das halt so. Ich glaube, ich werde zuvor jetzt aber mal den Schild für Rebel Peach rausholen. Mario kommt hier da hoch. Yes, kommt da. Ich stelle ihn hier hin. Warte, wenn ich das jetzt mache, dann habe ich, glaube ich, die Arschkarte gezogen, ne? Ich nehme ihn schon an Feuer, oder? Anna kriege ich aber nicht. Aber wie viel Schlag kriegt der durch den Wächter? Der macht 100. Ne, 80 bis 90 macht der. Kannst du ihn vielleicht schon kaputt kriegen? Ne, nicht ganz, glaube ich. Ich glaube, ich verrechne mich gerade. Und zwar ganz gewaltig verrechne ich mich gerade. Ich lasse diese Runde mal lieber. Andererseits, ich hätte auch, glaube ich, drauf feuern können und dann. Ja, ist egal, jetzt zu spät. Achso, den sehen wir gar nicht, den Kollegen, okay. Aber der kriegt jetzt einen ab von Mario erst. Ich glaube tatsächlich, wenn jetzt in den Wächter reinläuft, der Kollege, dann geht der eh wieder vorher mit Peach drauf, oder? Und nicht auf Mario, oder? Ja, genau. Gut, habe ich gerade nicht mitgedacht, hätte ich gerade schon machen können. Wobei, der wäre jetzt zu ihr gekommen. Ich hab den Schild nicht benutzt, ne? Aber gut, hat auch nichts geändert jetzt. Den fahre ich mal direkt weg, oder? Dann mache ich das mit ihm hier. Oh, warte mal, da treffe ich ja auch Mario mit. Was hat denn der für Explosionsschaden, Alter, mit seiner normalen Waffe? Aber ein paar Explosionsschaden, den wollen wir doch mal sehen, oder? Hoffentlich macht das Ding ja nicht kaputt. Dürfte aber eigentlich nicht sein, ne? Ne, eigentlich nicht. Wollen lieber den hier mal angreifen. Den Kollegen. Den lock ich gleich mit Mario, glaube ich, weg. Achso, ich hätte doch beide angreifen können, ich Idiot. Ihr bescheuert, ich habe doch zwei Angriffe. Also, ich krieg ihn aber auch noch nicht kaputt da unten, ne? Glaube ich. Warte mal. Also ich denke mir eigentlich, mit dem WP-Spiel muss ich auf den Kollegen da feuern, da unten. Okay, war es aber leider nicht, da muss Mario jetzt den Rest halt machen, ist jetzt egal. Das ist ein bisschen vergeudet jetzt, ich weiß. Kann der gleich sogar runterlaufen? Ne, leider nicht. Oder? Warte mal. Doch. Kann er theoretisch sogar. Dann greifen wir nochmal an hier. So ein bisschen zumindest. Den da unten kriege ich jetzt zwar trotzdem nicht platt, aber der kommt auch nicht zu mir, ne? Kann auch gerne noch eine Runde leben. Kriegt ihr die vielleicht platt jetzt hier oben hier, den Kollegen? Ach, scheiße, ich krieg den nicht, den Typen da hinten. Den ich eigentlich anschießen wollte jetzt. Ich kann den Honigschaden drauf kriegen, ne? Komm, ich versuche den Honigschaden drauf zu ballern. Okay, hat nicht geklappt, schade. Dann krieg ich Mario jetzt erstmal eine mit. Ist halt jetzt aber so. Aua. Oh fuck, das kann ich nicht machen. Kann ich echt nicht bringen jetzt den Angriff hier. Ist Mario vor der Schusslinie. Ja, ich habe jetzt ein bisschen verkackt hier. Da habe ich jetzt ein bisschen blöd von mir. Nutz mal den Schild, falls der Grobian gleich da hochkommt. Rausgeschossen ist das nämlich doch nicht. Ja, wie schade kriegt Mario, wenn er jetzt da drauf feuert? Weiß ich halt nicht, ne? Ist das immer so ein Drittel weniger oder so? Na, trotzdem zu viel. Obwohl, den kann ich platt machen. Ach komm Mario, du musst jetzt mal einen Kauf nehmen. Kollege. Sogar Vampirschaden. Erstmal Mario grillen. Das war natürlich nicht so geplant, aber ja gut. Ist jetzt halt so, ne? Und bitte triff ihn nicht. Und der hat noch 9. So eben. Der trifft jetzt halt leider mit Peach, aber ist nicht so schlimm. Ja, den Shit deswegen ja auch noch raus. Ey! Du Drecksack. Sorry, Mario.
Und das war ich 100%, das ist ja auch schon weg, der Kollege. Tschüssi. Alter, haut der da Schüsse raus, der Kollege, ey. Richtig schöne Streuschüsse. Wieso kann ich den nicht treffen? Also wirklich gar nicht treffen. Natürlich geht dort. Hier so zack, zack. Weg ist er. Aber durch die Röhre gehen und fertig. Super, so, haben wir das schon mal geschafft. Ohne Verluste, das Problem ist jetzt nur. Ich hätte vielleicht Mario heilen sollen vorher noch. Weil, wird bestimmt noch eine Schlacht kommen, ne? Ja, natürlich. Und direkt zocken wir direkt danach. Ach du Scheiße, das war jetzt ein bisschen blöd. Da habe ich gar nicht dran gedacht. Also Mario jetzt erstmal heilen. Direkt am Anfang. Ah, erstmal eine Cutscene begutachten. Was ist der da oben? Ach, den habt ihr schon, den Namen schon mitbekommen. Jetzt dürfte er hier auftauchen. Mit seinem schönen Schildstücken. Das hat sich doch auch von Link abgeguckt aus Breath of the Wild, ganz ehrlich. Der Verteidiger! Verruchte Versteckspieler! Und ihr seht schon, die haben Schild, die Kollegen. Ist das der einzige Gegner? Ich glaube nicht, oder? Sieger alle Gegner wäre Quatsch. Wenn halt nur einer wäre. Ach, da noch Heiler dabei, zwei Stück. Shit. Verteidiger, hier ein Tipp für euch. Ihr müsst sie seitlich oder von hinten angreifen, damit eure Angriffe nicht an ihren Schilden abprallen. Was ist das? Okay, vielleicht war das offensichtlich. Aber wusstet ihr, dass ihre Raserei explosiv sein kann? Oder dass sie über Glückstreffer verfügen? Dass sie Hunde in der Schlacht einsetzen können? Wusstet ihr nicht, aber zum Glück bin ich ja da. Okay, Taktikkamera. Für den Range haben die mit ihren Schüssen. Super Chance, Donnerbüchse. Das sind quasi, würde ich behaupten, fast, ja, so ein bisschen wie, Rabbit Mario, ne? Die Gegner kann das sein. Aber egal, ich muss. Ich glaube, ich kämpfe einfach mit den drei weiter hier. Mario kann ich eh nicht auswechseln. Einfach mal heilen hier. Zack, direkt. Also sieht das Ganze schon wieder viel besser aus. Stell ich sie hin. Hier hin, oder? Den ersten erledigen wir mal direkt. Okay, auf geht's. Let's go. Und boom. Weg ist er. Da komme ich nicht so weit. Schade. Hier war direkt runter hier einmal. Okay, kann kein anfeuern, leider. Ich nehme meinen Leibwächter. Yes. Und dann Mario. Ich kann noch einmal springen mit Mario auch, ne? Scheiße, stimmt. Dachte, ich könnte mit ihm zweimal springen. Scheiße, stimmt, habe ich voll vergessen. Ich sollte doch da auch geschützt sein. Ich meine, der kann mich doch da. Der kann zwar bis hier hinlaufen, ne? Wenn ich die gesehen habe, ja genau. Aber der dürfte mich doch da nicht treffen können, oder? Ach, wenn doch, dann ist das halt so. Wie viel Schaden macht der Kollege? 65 mit der Donnerbüchse. Und will ich so nah an ihn rangehen? Schon? Mario bleibe ich erstmal noch hier oben. Hellensicht, komm. Machen wir einfach so. Die kann ich eh nicht treffen. Ich kann es mal versuchen, wenn ich schon drauf schießen kann. Ja, macht nichts halt. Macht halt keinen Schaden, ne? Das Blöde. Ja. Der Gegner ist dran. Sehr gut. Auf geht's. So, Mario kriegt einen Highground-Schaden. Und der ist weg. Sehr. Eine Sorge weniger. Ich beschleunige das Ganze mal ein bisschen hier bei den Kollegen. Und der hat direkt die Mauern hier weggeschossen. Wenn ich richtig gesehen habe, ne? Ach ja, die können ja die Granaten werfen, die Säcke. Ja, voll vergessen. Aber ich kann mich nicht bewegen jetzt. Warte mal, doch, kann ich mich wohl. Kann ich auch befreien, glaube ich, ne? Geh mal da runter, Mario. Ja, sie ist weg. Genau, also der Honigschein ist weg. Den kann ich immer nicht treffen, schade. Aber so kann ich ihn treffen. Mein Freund, da ist die falsche Rechnung mit hier gemacht. Kollege.
Upp. Tschüssi. Ja, dann mach mal ein Schild an. Besser ist es. Schaden kannst du nicht. Fuck, ich hätte ihn noch befreien müssen. Nenn ich Ben. Ich kriege ihn noch nicht. Natürlich blöd. Kann ich ihn so treffen? Ne, ich glaube nicht, ne? Wenn er schon so steht, null Schaden. Können wir auch gleich vergessen. Nicht mal Mario richten. Einfach schießen auf den Kollegen. Oh, verdammt, sind beide Blöcke weg. So war nicht geplant. Aber der kann nicht runterkommen, oder? Der Maestro hier. Weil ich kann jetzt einfach voll mit Peach schießen. Und auf seinen Kollegen auch. Und der heilt sich erstmal. Verständlicherweise. Schießt er wieder auf Rabbit Mario. Na gut, der hatte diesmal keinen Dings, ne? Der schießt auf Mario. Okay. Fair. Eigentlich wollte ich ja jetzt, Na gut. Wir müssen mal die Verteidiger anschießen jetzt tatsächlich. Wird das hier heute nichts mehr. Obwohl, ne, wir müssen erstmal die Heiler wegkriegen, stimmt. Diese heilenden Drecksäcke. Den hier zum Beispiel auch, ja, den schieße ich jetzt mal weg. Ne, erstmal haben wir die Pischensicherheit noch. Bevor er schießt. Weil jetzt bringe ich sie in Sicherheit. Auf geht's, komm. So, jetzt macht erstmal wohl mit Mario seinen Schuss hier bereit. Warte mal, warte, kann Mario. Ist immer nicht drin, scheiße in der Range. Egal. Vielleicht reicht er trotzdem. Mit dem Crit auf jeden Fall. Auf geht's. Leider kein Crit. Kriegen die beide den da platzt? 78 bis 90 plus. Ja, wie knapp, ne? Ich guck mal erstmal, was ich für ein. Obwohl, warte mal. Ich hätte den Wächter noch. Was, was? Ne, macht aber keinen Sinn. Ich muss den hier erstmal killen. Jetzt hat sich wieder keine Deckung, Mann. Das ist so blöd, ey. So, der ist down. Der Kollege, der andere kann sich nicht bewegen. Das heißt, der kann den Verteidiger eh nicht heilen. Das, wenn der jetzt angegriffen worden wäre, schon. Ne, ich lass mal den Magneton sein, lieber. Ich glaube, ich verkacke hier gerade ganz schön. Ja, die kriege ich natürlich einen ab. Ohne Ende. Na gut. Schaden kann schlimmer sein, sag ich jetzt mal. Kann der wieder doch laufen? Hä? Hab ich den Feuer in der Runde schon oder so mit Honig bekleckert? Oh, der ist down, so, das ist perfekt. Treffe ich ihn von hier? Ja. Und hier auch schon? Hier ist auch schon. Down, der Kollege ist weg. Und drauf da einfach, ne? Vampirschaden. Bitteschön. Dreht er sich jetzt hier um? Nein, ne? Leibwächter machen wir auch nochmal an. Der kommt da nicht hin. Soweit. Spielen wir halt dahin mit Mario. Wird hier auch klappen. Attacke. Ja, und dann mit Warrior Peach den letzten Schuss, ne? Also reicht schon, guck mal. Danke für den Honigtreffer. Und wir waren noch voll im Rahmen, sehr gut. Coole Schlacht. Und ist alle wieder geheilt, sehr schön. Gut. Schilde der Sorbet-Wüste abgeschlossen damit. Und beide Schlachten perfekt abgeschlossen. Sehr schön. Das gibt ordentlich Kohle wieder, 900 Münzen nämlich. Da kann man sich schon wieder eine Waffe kaufen. Mal gucken wir uns erstmal, was da unten ist, ne? Würde ich behaupten. Macht der den Hasen dann in dem Powerblock? In dem riesigen. Angesichts dessen, wozu dieser Powerblock fähig ist, bin ich ziemlich froh, dass er kaputt ist. Oh, stimmt. Da wird hier ein Mordsbeben verursachen sonst.
So, die Ausgrabungsstätte ist da rausgeholt worden jetzt. Ich schieb den erstmal, glaube ich, da hinten hin. Ah, nee, doch nicht. Halt. Doch, mach ich wohl. Schieb den jetzt da drauf. Dann den da wieder runter. Und so, zack. Machen wir wieder auf hier die Truhe und zwar holen wir uns auch noch. Und da drin ist der Sorbet-Gehilfe. Ein neues 3D-Modell. Sehr gut, das wäre schon mal geschafft. Die Hasen lassen wir mal in Ruhe da. So, ich könnte nicht die Kamera wieder schwenken. Ah, okay, ganz kurz konnten wir nicht schwenken jetzt. Was gibt's denn hier noch Schönes? Einen riesigen Spielplatz, oder was? Oh, das war richtig schön Kohle. Oh, warte mal. Da fängt jetzt hier auf einmal Sandsturm rüber. Das wäre natürlich nicht so geil. Ich muss erstmal die ganze Kohle hier, Alter. Viele Münzen gerade. Ja, hier brauche ich wahrscheinlich schon wieder die Fähigkeit, ne? Noch nicht ab. Ja, da muss ich nämlich da. Okay, das ist jetzt komplett für den Arsch. Die Statue, die kann ich wahrscheinlich echt hochheben, ne? Oder so. Aber das war nicht können. Können an der Stelle einfach sein lassen. Einfach weitergehen. Das ist auch so eine Statue. Ja, können wir schon mal ein bisschen umgucken, klar, das ja, aber. Ich glaube nicht, dass wir hier viel machen können jetzt gerade. Machst du da unten? Schön, sie auch mal bei etwas Konstruktivem zu sehen. So, rote Münzen. Gehen wir mal hier hoch. Oh. Labyrinth. 3, 4. Oh, ist auch noch eine Münze. Da unten meine ich. Archäologische Details. Ach, guck mal, hier kann man den Schalter betätigen. Ich fahr da schon mal hin, zu der Bonuskanone da. Ach, sind die anderen Münzen auch hier? Ich glaube nämlich nicht, ne? Ich glaube, die habe ich gerade verpasst. Ja, da muss ich hier gleich nochmal hin. Erst die roten Münzen. Die fuchsen mich jetzt ein bisschen mehr. Ach, die Kanone da. Ich werde direkt hier hingelotst, das ist schon mal klar. Hier waren noch die Münzen, die zwei fehlenden. Okay. So, und dann haben wir auch die Truhe. Ne, da muss ich lang. Darunter. Mach mal hin, Bipo. Und taucht sie auf? Ach, ganz da hinten. Ja, okay, ist okay, da gehen wir jetzt eh wieder hin. Aber erst die Bonuskanone, wie gesagt. Die machen wir jetzt noch fix. Hier haben wir noch zwei Waffen, auch gut. Zwei stärkere. Ich nehme an, wir kriegen eh eine mit für Rabbit Mario. Jetzt erstmal. Wait a minute. Die wir zurückschieben da, ne? Hallo, schieb doch da jetzt, Bipo. Wird nichts mehr. Oh, ganz knapp. Das war schon auf 0 Sekunden. Wieder ein bisschen gefettfingert hier, aber egal. Hauptsache geschafft. Und zwar eine Waffe für Rabbit Luigi, das Donnerlittchen. So, können wir weiter, gehen wir raus, hier holen uns noch die andere Truhe. Habe ich da gerade noch irgendwo einen roten Schalter gesehen? Kann das sein? Hab ich mich da verguckt? Man ist irgendwie hoch und runter gefahren. So, wie gesagt, erstmal die Truhe noch mitnehmen, zack. Da war hier noch Schönes drin. Ich denke mal, was für Rabbit Mario. Kann ich mir vorstellen, waren hier noch ein paar Lücken. Ja, dem ist auch so. Casus Cactus. Kommt diese stachelige Sukkulente zum Einsatz, lässt auch der mutigste Gegner seinen Posten im Stich. Ich finde die Beschreibung manchmal recht geil, ne? Ich habe den blauen Schalter da gesehen. Da. Ist auch richtig geguckt. Seht da mal. Oh. Ist doch der grüne Schalter. Ah, ich muss da ja hinkommen jetzt zu dem blauen Ding. Ja, komm ich auch. Oh, warte mal, geht die wieder runter? Oder hoch? Jawohl, geschafft. Sehr gut. Haben hier noch Schönes drin? Oh, Powerkugel, 10 Stück. Stimmt. Komm, machen wir jetzt doch fix. Wir gucken nochmal rein in die Fertigkeiten. Wir haben gerade noch Punkte gekriegt. Wir haben 28 wieder. Ja gut, Mario, lasse ich nochmal offen. Wie gesagt, nur den goldenen Treffer. Gerade verfügbar, den möchte ich aber noch nicht draufballern. Grünen Ausgangsradius? Ja, warum nicht? Komm. Und der kriegt hier
Die Körperparade. Erhöht die Fähigkeit von Super Barriere. Ja klar, komm. So, Luigi kriegt mal den Heilgorn-Schaden erhöht. Und Rabbit Mario den Bewegungsradius. Macht das Sinn? Ich würde sagen, ja. Gut, Freunde. Gucken wir mal, ob wir noch irgendwas hier finden. Gehen wir noch mal ein Stück weiter. Wenn das nächste Kapitel anfängt, dann wartet aber. Wow. Was ist das? Das ist ja mal riesig. Ach, was war viel? Jagt es mir noch eine Heidenangst ein. Lass uns schnell weitergehen. Ja, bevor der zuschnappt hier, ne? Und da war Kapitel 2.7, Freunde. In dem Sinne würde ich dann sagen, das war's für heute. Ich bedanke mich euch fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne noch einen Daumen da. Und ansonsten genießt einfach den restlichen Tag. Wir sehen uns bestimmt wieder mit der nächsten Folge. Oder in der nächsten Folge. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Und in dem Sinne dann bis dahin. Tschüss mit Ö. Euer Vasukasi.